reitet gerne. Und wer von euch kann Pferde mal? Yeehaw! Das könnte interessant sein. Ich bin schon inspiriert. Ich mag Einhörner viel lieber. Einhörner sind blöd. Reiß dich zusammen, Gina. Lass uns anfangen, okay? Ich verlasse mich auf mein Gespür. Mehrmals nach rechts walten. Jetzt kann ich losmalen. Verbinde beide Seiten mit einem Bogen. Male mehrere Bögen, bis es etwa so aussieht. Okay, das sollte reichen. Sesam, öffne dich. Jetzt wird es so richtig interessant. Male genau dasselbe wie ich. Du wirst den Dreh schnell raus haben. Dann malst du mir diese Form nach. Dasselbe machst du hier nochmal. Sehr gut. Erkennst du schon, was es ist? Ja, es ist ein Einhorn. Wir müssen noch ein paar Details malen. Ich liebe diese langen Wimpern. Keine Sorge, die ganzen Striche ergeben am Ende Sinn. Vor allem dann, wenn du alles ausmalst. Was kann schon schiefgehen? Du brauchst etwas Geduld. Durch die ganzen Linien kannst du noch kreativer werden und viele Farben benutzen. Keine Sorge, deine Geduld wird sich auszahlen. Verlass dich auf deine Kreativität. Puh, die Schnauze ist fertig. Jetzt kannst du die Mähne kunterbunt malen. Je mehr Farben, desto besser. Mir gefällt die Farbauswahl. Dir auch? Fast fertig. Perfekt. Oh, legt die Stifte weg. Zeigt mir jetzt eure Bilder. Okay, was sagst du dazu? Gut gemacht. Das ist mein Bild. Oh wow, ihr seid wahrlich talentiert. Das Bild macht richtig gute Laune. Gut genug, um eingerahmt zu werden. Aber warum schon aufhören? Ich brauche nur Inspiration. Richtig. Du hast was gesagt? Oh, Susan, das war nicht nett. Oh, ich weiß nicht. Hey. Meine Blätter. Oh, entschuldige. Ups. Schau, was du gemacht hast. Es ist hin. Hey, soll ich dir mal was zeigen? Hast du schon mal was von einem glücklichen Unfall gehört? Das ist einer. Wow. Darf ich? Klar, du kannst auch unterschiedliche Größen nehmen. Fantastisch. Machen wir noch mehr drauf. Was glaubst du, wie viele hier drauf passen? So viele, wie du willst. Jetzt wird's verrückt. Du kannst so ziemlich alles nehmen, solange es bunt ist, natürlich. Findest du, es sind jetzt genug? Sieht ziemlich cool aus, stimmt's? Schlag ein, mein kleiner Künstler. Ach du, ich glaube, du bist mein absolutes Lieblingsbild. Opa, pass doch auf, nicht schon wieder ein Bild von mir runterschmeißen. Ernsthaft, das hätte in einer Katastrophe enden können. Was, wenn er aus Versehen daran gekommen wäre? Ups, guck mal, ich habe überall Farbe an meinem Jackett. Ups. Mein Bild, nein! Oh, was für ein Albtraum, das würde ich auf keinen Fall verkraften. Oh, ich glaube, ich habe noch eine andere gute Idee. Entschuldige, Opi, ich brauche das mal. Okay, dieses Haarspray kommt jetzt zum Einsatz. Damit besprühe ich einfach das Bild. Man muss genug davon benutzen, damit es vollständig bedeckt ist. Tada! Sobald es getrocknet ist, ist das Bild geschützt. Schau, es färbt kein bisschen ab. Ach, endlich ist es sicher vor Opas Tollpatschigkeit. Oh, oh, hey, du hast recht, das funktioniert. Nichts ist an meinem Jackett. Phew, zum Glück habe ich vorausgedacht und mein Bild ist sicher und heile. Juhu, noch eine Klopapierrolle. Komm mit mir und vervollständige meinen Turm. Juhu, meine Burg ist fast fertig. Sie ist wirklich glorreich. Opa, bist du hier drin? Ich kann meine Brille nicht finden.
Ohne die sehe ich gar nichts. Ich bin praktisch blind. Hör auf, so mit deinen Armen herumzufuchteln. Nein, meine geliebte Burg, sie ist zerstört. Meine ganze Arbeit ist wieder zu Klopapierrollen zerfallen. Hör mal, da hast du deine Brille und jetzt verschwinde. Du klingst aufgebracht. Was ist denn passiert? Mein großer Traum, aus und vorbei. Er sieht echt traurig aus. Hey, warte, was ist, wenn ich das wieder hinkriege? Ich nehme die Klopapierrolle und falte sie so, dass sie ganz flach ist. Und jetzt zerschneide ich sie in Ringe. Perfekt, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Und nun zum nächsten Schritt. Heißklebepistole, ein kleiner Klecks hier ans Ende. Gut, und nur noch ein zweiter Ring. Und nun klebe ich das eine Ende mit dem anderen zusammen. Sehr gut, genau so soll es aussehen. Und nun mache ich so weiter und klebe immer mehr Ringe dran. So, ich habe einen ganzen Kreis aus Ringen gemacht. Und jetzt immer mehr, auch zwischen die ersten Ringe. Genau so. Und zum Schluss male ich sie mit pinker Farbe an. Opa, guck mal, was ich für dich gebastelt habe. Ich weiß doch, wie sehr du Kunst liebst. Was? Das hast du aus Klopapierrollen gemacht? Ja, und schau, wir können es gleich hier hinhängen als schöne Deko. So, na, was sagst du dazu? Das ist unglaublich, ich liebe es. Okay, dieser Platz sieht sehr gut aus. Ja? Die Bäume, Natur, was wollt ihr noch? Es geht los. Und ab. Ich weiß nicht. Was? Hey, hör auf, hier rüber zu starren. Als ob. Aber gut, ich stell mich hier drüben hin. Was könnte ich malen? Bingo! Er sieht bezaubernd aus. Hoffentlich hat David ihn nicht gesehen. Ich habe ihn zuerst gesehen. Aha. Möge der beste Vogelzeichner gewinnen. Mit ein paar geschickten Kreisen komme ich dem Ziel näher. Du musst nur wissen, wo du die Linien ziehst. Nice, stimmt's? Und mit etwas Farbe kommt er noch besser zur Geltung. Gelb ist eine fröhliche Farbe, oder? Sie ist perfekt für einen fröhlichen Vogel. Und wie wär's mit etwas Grün? So ein friedlicher Farbton. Und auch etwas Blau, um die Augen zu erfreuen. Zuerst die Ränder ausmalen ist ein guter Tipp. Das rundet die Sache gut ab, oder? Fast fertig. Nur noch ein paar Striche. Und so wird's gemacht, Leute. Ein wahres Meisterwerk. Stimmst du zu? Ja, ich bin zufrieden damit. Was machst du denn? Was denn? Ich brauche eine extra Hand. Du wirst sehen, dass du nicht mehr brauchst als eine Hand. Okay, und ein paar strategisch platzierte Punkte und Striche. Siehst du schon den Vogel? Hab Geduld, gleich wirst du ihn erkennen. Diese Äste werden das Bild vervollständigen. Und hier sind seine niedlichen Füßchen. Und ein paar Blätter. Ich finde, sie machen das Bild friedlicher. Erkennst du jetzt den Vogel? Ich bin ziemlich kreativ, stimmt's? Okay, du willst es wirklich sehen. Gar nicht mal so schlecht, oder? Wow! Schätze, beide sind ziemlich gut geworden. Lass uns den Lehrer fragen. Echt jetzt? Ich hoffe, der ist okay. Der ist nur eingeschlafen. Hey! Oh! Ihr seid schon fertig, was? Gut gemacht. Und jetzt geht mir noch 5 Minuten. Alles klar. Ich brauche etwas, das für Aufsehen sorgt. Und ich weiß, was es werden soll. Komplementäre Farbtöne sind der Renner. Aber da fehlt noch etwas. Aber was? Ach, der Ball ist so winzig. Wow, das Ding ist der absolute Wahnsinn. Mama! Oh, jetzt nicht. Okay. Aber da ist noch Farbe übrig. Damit kann ich spielen. Vielen Dank. Ach, ich weiß nicht, was ich tun soll.
Okay, ich versuche ein... Hey, wo ist meine Farbpalette hin? David, hast du sie? Entschuldigung? Schau, ich habe das gemacht. Ich nenne es Wasserpfütze. Aha. Oh, ich weiß. Du willst mit dem Gesicht malen? Versuch's mal, David. Wow, und los! Lustig, oder? Das kannst du laut sagen. Ja? Was, wenn ich meinen Finger nehme? Da kommt er. Ha! Leute, die blauen Punkte kommen. Und jetzt meine Lieblingsfarbe. Wuhu! Fertig. Mama, schau mal. Ja, das sieht doch toll aus. Aber versuchen wir noch einen Trick. Auch Symmetrie kann schön sein. Und um das zu beweisen, erstellst du selbst eine. Das ist ein schöner Schmetterling. Mit dieser Linie wird er zum Leben erweckt. Zusammen mit den Umrissen der Flügel. Und noch die andere Seite. Fertig! Bewundere diese reine Schönheit. Und das ist erst der Anfang, mein Junge. Okay, ich glaube, dieses Werk ist fertig. Ich will mich ja jetzt nicht selbst loben, aber ich finde, das ist ein Meisterwerk. Das kommt nun hier auf die Staffelei. Wow, ich liebe es. Oh, Seifenblasen. Ich finde, ich habe mir eine Belohnung verdient. Ja, das sind voll viele. Oh, ich liebe Seifenblasen. Hallo, bin wieder da. Ups. Ich habe das Bild runtergeworfen. Oh, das war mein Meisterwerk, mein allerschönstes überhaupt. Warte mal, Seifenblasen? Das bringt mich auf eine Idee. Ich nehme eine Plastikflasche und schneide sie oben ab. Und dann spanne ich ein Netz über die Öffnung. Als nächstes fülle ich die Seife in diese Glasschale. Das sollte reichen. Und nun tunke ich das Netz in die Flüssigkeit. Jetzt hängt die Seife am Netz. Und als nächstes die Farbe darauf. Ein bisschen blau und etwas rot. Und natürlich auch gelb. Grundfarben, check. Und nun können wir Seifenblasen pusten. Dabei ganz nah an die Leinwand gehen. Die großen Blasen einfach platzen lassen. So, ich glaube, das war's schon. Hey, was sagst du dazu? Wow! Wie hast du das denn gemacht? Ich habe mich einfach von deinen Seifenblasen inspirieren lassen. Es ist für dich. Vielen Dank, Opa. Gefällt mir gut. Seifenblasen sind auch echt toll. Ich muss nur noch die Blätter zusammenheften und dann sind die Hausaufgaben fertig. Das macht sogar Spaß. Hä? Huh? Da muss was klemmen. Ups. Oh nein. Das könnte ein Problem werden. Das war's. Alles erledigt. Jetzt kann ich entspannen. Blöde Klammern. Oh, das wird schmerzhaft enden. Oh nein. Das ist jetzt dein Tatort. Bleib hier sitzen, okay? Keine Presse. Verschwindet. David! La 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 la, oh yeah. David! Das ist eine gute Tasse Kaffee. Ich hoffe, das klappt. Hä? Wo kommt das denn her? Da steht eine Nachricht drauf. SOS? Was da wohl wieder los ist? Was soll das? Was? Heftklammern? Meine AirPod-Hülle kann das Problem lösen. Die wird alle Klammern aufsammeln. Einfach so. Ich denke, ich hab alle. Vielen Dank. Kunstverkauf, aktuelle Gemälde. Nein, danke. Nein, schon wieder eine Zurückweisung. Ah, ein Fremder, Hilfe, Angriff. Beruhig dich, was ist denn los? Niemand will meine Bilder kaufen.
Opa, was machst du eigentlich in der Mülltonne? Und was hast du mit dem ganzen Müll vor? Vertraust du mir denn immer noch nicht? Naja, dann schau zu und lerne. Ich lege diesen Deckel auf ein Papier und jetzt besprühe ich das Papier mit Farbe. Bedecke das ganze Papier, keine Angst, auch den Deckel. Und nun besprühe ich die untere Ecke weiß. Und fülle den ganzen Bereich. Dann nehme ich diese Plastiktüte. Mit der Tüte tupfe ich die weiße Farbe auf. So kommt das Schwarz darunter zum Vorschein. So, und dann bespritze ich das Bild noch mit etwas weißer Farbe. Und nun kann der Deckel ab. Schau, es ist fertig. Tada! Wow, Opa, das ist unglaublich schön. Und es sah so einfach aus, wie du das gemacht hast. Hier, ich schenke es dir. Ich will das Gemälde. Nimm mein ganzes Geld, bitte. Ich nehme meinen Putzjob sehr ernst. Okay, jetzt überprüfen. Fleckenlos, genau wie ich dachte. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich muss mit der Klassenarbeit fertig werden. Oh, meine Miene ist abgebrochen. Zum Glück habe ich aber einen Anspitzer. Oh, das ist ganz schön staubig. Was zur? Nicht vor meinen Augen. Das war ein Unfall, ich schwöre. Ich hab's aufgehoben, siehst du? Wow, das war ja krass. Oh, ich habe eine Idee. Aber dafür brauche ich eine leere Flasche. Okay, dann werde ich mal kreativ. Zuerst schraube ich den Deckel ab. Als nächstes schneide ich ein Loch in ihn. Und dann drehe ich den Deckel um. Um den Rand des Lochs trage ich dann Heißkleber auf. Das sollte reichen. Jetzt klebe ich den Anspitzer in den Deckel. Wenn alles trocken ist, schraube ich den Deckel wieder auf die Flasche. Und ich habe, was ich brauche. Jetzt fallen die ganzen Späne direkt in die Flasche. Und sie hinterlassen keinen Müll auf dem Tisch. Ich beobachte dich. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Alles ist in der Flasche. Hm, der Junge wird es mal weit schaffen. Jemand Lust auf eine Abkühlung? Oh, auf jeden. Ich habe schon eine Idee. Immerhin eine von uns. Wieso ist Gina so gut im Malen? Hey, Gina, ein Geist! Haha, erwischt. Was? Oh, was soll das, David? Ich lass mir nicht die Laune verderben. Ein echter Künstler kann aus allem Kunst machen. Mit diesem Design kann ich arbeiten. Man muss nur etwas kreativ sein, dann sieht man jede Menge Fische. Du kannst ihnen verschiedene Muster geben. Jeder Fisch sieht anders aus, siehst du? Wenn du sie ausmalst, sehen sie noch lebendiger aus. Male Linien von oben nach unten. Genauso malst du die Flosse aus. Aber male nicht über die Linie. Dieselbe Technik nutze ich für den zweiten Fisch. Dieses Mal werde ich andere Farben mit etwas Abwechslung benutzen. Ein Fisch in Gelb und Lila. Die Farben springen einem richtig ins Auge. Schließlich passen die Farben gut zusammen. Am liebsten mag ich Türkis. Das Beste kommt zum Schluss. Orange passt immer zu Blau. Welche Farbe nehme ich für die Mitte? Natürlich Gelb. Die Farben harmonieren gut miteinander. So entsteht ein dynamisches Bild. Ein richtiger Eyecatcher. Die Fische freuen sich auch. Oh, die Luftblasen fehlen noch. Und fertig. Zeigt eure Werke. Oh, ich werde sowas von gewinnen. Hm, nicht übel. Zeig mal deins, Gina. Meinst du dieses Meisterwerk? Sehr gut. Ah, der Plan ging nach hinten los. Wow. Oma, guck mal. Oh nein. Die Wolle. So ein Unglück. Oh nein, bitte nicht. Mein Bild ist völlig ruiniert. Oma, das ist deine Schuld. Hey, die Wolle. Aber natürlich.
Die Wolle ist sowieso schon in der Farbe. Das wird klasse. Okay, alles ist mit Schwarz bedeckt und jetzt kommt der Faden mit goldener Farbe hinzu. Ich verteile die Fäden mit goldener Farbe überall auf der Leinwand. Genau so, so viele wie möglich. Anschließend klebe ich die sauberen Wollfäden fest. Bereit? Zieh die Leinwand nach oben. Und fertig. Ein hübsches Endergebnis. Wow, mein Enkel ist so ein begabter Künstler. Du kommst definitiv nach mir. Das ist mein bestes Bild bisher. Gabe braucht ihr dickes Fell. Kapiert? Fell? Okay. Bären meine ich am liebsten. Gute Idee, David. Ich brauche eine Pause. Tee für dich und Tee für mich. Gern geschehen. Riecht echt gut. Wann beginnt ihr zu malen? Ups. Wow, Wasserringe? So ein Jammer. Damit kann ich bestimmt arbeiten. So ein glücklicher Zufall. Mit nur wenigen Strichen sieht es schon fast wie ein Bärengesicht aus. Jetzt kommen die Ohren. Dann ist der Körper dran. Die Arme dürfen auch nicht fehlen. Mal die Schnauze und die Augen aus. Und natürlich auch die Ohren. Lasst uns einen Braunbär malen. Sieht ein bisschen aus wie ein Teddybär. Die Striche sorgen für ein Fellmuster. Jetzt noch die Beine. Ein niedlicher Braunbär. Leg die Stifte weg. Unglaublich! Du hast auch ein Teddy gemalt. Wir sind halt beide Schlauköpfe. Sie ist so hübsch. Vielleicht kann ich sie mit etwas Kunst beeindrucken. Ich beginne mit Blau. Andere Farben kommen auch dazu. Das Herz male ich natürlich mit Pink aus. Das Bild spricht für sich. Sie wird mich bestimmt verstehen. Ob ihr das Bild gefallen wird? Das Bild ist für mich? Du ziehst besser Leine. Autsch! Das wäre keine gute Reaktion. Nee, das ist für die Tonne. Was zum... Oh nein! Meine Hände sind voller Farbe. Oh, heute scheint einfach nicht mein Tag zu sein. Ich sollte mir besser die Hände waschen. Dafür werde ich reichlich Seife brauchen. Moment mal. Wow! Voll abgefahren! Die Farbe und der Schaum haben sich vermischt. Das bringt mich auf eine Idee. Du brauchst eine Schüssel voller Wasser und Spülmittel. Natürlich darf die Farbe nicht fehlen. Mit einem Eisstiel verrührst du das Ganze. Genau so. Es soll gut aufschäumen. Aber ich brauche noch mehr Blasen. Mit einem Strohhalm puste ich Luft hinein. Wow! So viele Seifenblasen. Genauso soll es sein. Den Strohhalm brauche ich nicht mehr. Jetzt lege ich Papier auf die Blasen. Wow, die Blasen sind auf dem Papier. Hi, das ist für dich. Was? Das hast du für mich gemacht? Wow, vielen Dank. Das ist voll schön. Oh mein Gott. Willst du mit mir gehen? Der Plan ging voll auf. Zeit für die nächste Challenge. Oh mein Gott, ein Einhorn. Ich bin so glücklich darüber. Wow, komm mal wieder runter. Ich muss echt mit anderen Leuten rumhängen. Was machst du da, Chris? Ich bin Prinzessin Sparkles, Herrscherin von Regenbogenland. Ah, klar. Das ist aber mal ein neuer Look für dich. Bitte nicht. Du zerstörst meinen Moment, okay? Lass uns mal am Rad drehen. Das ist so mega. Keine Hände? Kein Problem, dann mal los. Ich tue meine hinter meinen Rücken. Gar keine so schlechte Idee. Ich dachte, das wäre schwerer. Nicht schlecht. Fertig. Und wie findest du's? Das ist auf jeden Fall besonders. Was weißt du schon von Kunst? Ich zeig dir, wie man Einhörner malt. Muss nur noch den Maßstab berechnen. Oh, ja, ich berechne auch immer den Maßstab. Definitiv ein Einhorn, ja. Was macht er denn jetzt? Ich glaube, ich habe einen Plan.
Das sollte alles einfacher machen. Nimm dir ein kariertes Blatt Papier und beginne, ein Einhorn zu zeichnen. Am Anfang sieht es vielleicht noch seltsam aus, aber vertrau uns. Das sieht schon mal gut aus. Sobald du den Umriss gemalt hast, kannst du die Flächen ausfüllen. Auf diese Art kannst du sehr detailreich zeichnen. Mit Hilfe von kariertem Papier kannst du Zeichnungen vergrößern. Und es macht das Zeichnen leichter. Und jetzt noch die Farbe. Wenn Ausmalen so einfach wäre. Das Horn machen wir extra bunt. Ich habe ja gesagt, wir wissen, was wir tun. So, mein Einhorn ist fertig. Guck mal. Voll gut, oder? Wie hast du das denn gemacht? Naja, dafür hat meins eine bunte Mähne. Immerhin hast du es versucht. Ja, ich weiß. Hey, gefällt dir meine neue Jacke? Sie war reduziert, da musste ich einfach zugreifen. Cool, oder? Ja, die Jacke ist neu, schon kapiert. Aber wie findest du meine neue Jacke? Und was sagst du zu meiner neuen Handyhülle? Glitzer ist voll aus dem Trend. Poppets sind in. Mein Notizbuch wird dich bestimmt umhauen mit all den Stickern. Herzen, Sternchen und sogar Eis mit dabei. Was? Oh Mist, mein Notizbuch ist voll langweilig. Das wird sie nicht beeindrucken. Wie verschönere ich es nur? Ich probier's mit den Stiften. Hey, mich hat die Muse geküsst. Schneide die Spitze des Filzstifts vorne ab. Dann schneidest du noch eine Herzform aus. Oh, sieht das nicht süß aus? Dann nimmst du ein Notizbuch und stempelst darauf los. Du kannst auch Sterne machen. Fertig! Jetzt habe ich auch Herzen und Sterne. Siehst du, das beeindruckt mich nicht. Ich habe nicht mal Sticker gebraucht. Wow, das will ich auch haben. Okay, dieses Mal drücke ich drauf. Was das Zufallsrad dieses Mal anzeigen wird. Ein Baum. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Was? Schon wieder ohne Hände? Mal sehen, was in dieser Runde so für uns ansteht. Oh, ist das ein Glas Tinte und ein Strohhalm? Na, dann sollte ich mal besser anfangen. Lasst mich nicht im Stich, Ellbogen. Gut gemacht. Und nun muss der Deckel runter. Yes, okay. Den Strohhalm kann ich mit meinem Mund nehmen. Okay, und jetzt muss ich noch an etwas Tinte drankommen. Oh, funktioniert. Was soll ich denn nur mit diesem Strohhalm anstellen? Oh nein, sie trinkt die Tinte. Halt, das ist keine Limo. Was? Oh, sah so aus, als würdest du die trinken. Den Strohhalm brauche ich doch zum Malen. Mit dem Strohhalm pusht dich die Farbe in die richtige Richtung. Wow, das sieht echt mega aus. Kaum zu glauben, dass du das mit nur einem Strohhalm hinbekommst. Wieso geht das denn nicht? Vielleicht muss ich noch fester in den Strohhalm pusten. Na los, mach schon, blöde Tinte. Phew. Oh, was ist mit meinem Gesicht? Oh, ich habe mich eingesaut. Was jammert die denn so rum? Oh, sieht echt übel aus. Warte. Hä? Warten? Wieso? Sieh mal, ich habe hier etwas pinke Farbe. Ich drücke etwas pink auf dein Blatt und daneben noch eine andere Farbe. Okay, das hätten wir geschafft. Und nun brauche ich noch ein Ohrstäbchen. Damit tupfe ich in das Hellrosa. Und dann tupfe ich die Farbe auf die schwarzen Baumäste. Sieht aus wie Blüten, wie kleine Knospen, die im Frühling aufgehen. Das sieht richtig schön aus, findest du nicht auch? Wow, dank deiner Hilfe sieht mein Baum richtig schön aus. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Ich auch, echt schön. Bei der Runde habe ich ein gutes Gefühl. Oh, ein Herz, voll süß. Mal gucken, wer drehen darf. Ich bin der Beste im Daumenkrieg. Juhu, gewonnen! Oh, so knapp. Bitte nichts Schlimmes. Kein Papier? Aber wie soll ich denn dann was zeichnen? Wahrscheinlich sollst du genau das herausfinden. Schau her. Ich beginne mit einer senkrechten Linie in der Mitte. Und noch zwei daneben. Dann oben und unten waagerechte Linien. Und nun die Seiten vom Herz.
Mit dem Bleistift zeichnen wir super Hilfslinien, bevor wir mit der Farbe loslegen. Sobald die Grundform fertig ist, radiere die Linien an den Ecken weg. Dann nimm dir einen Stift und ziehe die Linien nach. So entsteht ein 3D-Effekt. Und nun kommt noch die Farbe. Bleib dabei unbedingt innerhalb der Linien. Wenn das fertig ist, kannst du die Innenseiten schattieren. Das geht am besten mit einem Bleistift. Schraffiere an den Stellen, wo du den Schatten haben möchtest, beziehungsweise dort, wo das Licht anders hinfallen könnte. Das ist mal eine andere Art, ein Herz zu malen, und es sieht beeindruckend aus. Das war's. Und wie gefällt's dir? Wow, ich meine, ist okay. Was kann ich denn nehmen? Ich weiß, meine Hände. Das ist etwas zu simpel. Aber irgendwas muss ich doch machen können. Ich hab's. Ein Mini-Herz. Hä, wie findest du das? Es ist ein Herz. Nein, ist es nicht. Sorry. Okay, was hältst du davon? Oh, gib's einfach auf, okay? Ich weiß, dass ich's schaffe. Kommt schon, Finger, lasst mich nicht hängen. Ich glaube, ich hab's. Ich brauche dafür nur einen roten Stift. Lege einen Finger auf den anderen. Male dann ein Herz. Und male es rot aus. Gar nicht so schlecht. Ich mag's. Oder besser, ich liebe es. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich male noch einen Smiley dazu. Und noch einen für die wahre Liebe. Ist das romantisch? Guck mal. Ernsthaft? Oh, das ist so süß. Moment, ich habe auch eine Idee. Mach's aber nicht kaputt. Nein, das wird super. So, sie umarmen sich. Ich glaube, ich muss gleich weinen. Das ist so süß. Oh, mal hab ich gut geschlafen. Na, schnell Zähne putzen. Mundgeruch geht nämlich gar nicht. Oh Mist, jetzt habe ich die Kappe fallen lassen. Oh, wo ist sie denn hin? Dafür ist es echt zu früh. Jetzt muss ich auf den Boden nur um diese blöde Kappe zu suchen. Wo ist die denn? Wo kann die denn nur sein? Na, ich greife einfach mal zu und gucke, ob ich sie finde. Ha! Ah, Moment. Lippenstift? Ihh! Markus? Hatte hier jemand ein Konzert? Ein Handrührgerät? Hä? Ich will gar nicht wissen, warum das da drunter lag. Mann, aber keine Kappe weit und breit. Toll. Und jetzt sind meine Hände ganz schmutzig. Ja, dreckig und staubig. Die sollte ich wohl waschen. Na, mit ein bisschen Seife sollte das ja klappen. Hey, Moment mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Dazu brauche ich natürlich die Zahnpasta. Und ein Cuttermesser. Und jetzt geht's ans Schneiden. Ich schneide den oberen Teil der Zahnpastatube ab. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Stattdessen nehme ich einfach die Pumpe von der Seife. Die passt genau rein. Perfekt. Jetzt hat meine Zahnpastatube eine Pumpe. Damit muss ich mir nie wieder Sorgen um die Kappe machen. Und die Zahnpasta sieht auch noch perfekt aus. Wow, das ist praktischer, als ich dachte. Bereit für die nächste Challenge? Oh, das sind aber viele Make-up-Schwämmchen. Echt fluffig. Sollte ich mein Make-up überprüfen? Oh, mein Make-up müsste schon mal aufgefrischt werden. Ja, meins auch, Sky. Oh, sieh mal, das Rad. Hey, es zeigt auf den Make-up-Schwamm. Yay, und wir haben diese Leinwände, um uns auszutoben. Gut, die Utensilien liegen bereit. Jetzt kommen die Hände. Oh Mann, niemand darf Hände benutzen dieses Mal. Na dann mal los. Au, mein Kopf. Autsch. Okay, wir müssen besser aufpassen. Gut, also, ich habe etwas Farbe auf dem Schwamm. Mit Gelb tupfe ich eine gerade Linie auf die weiße Leinwand. Diesmal beginne ich mit Hellblau und tupfe mit dem Schwamm an dieser Stelle auf die Leinwand. Und ich finde, sie könnte noch etwas mehr Orange vertragen. Nun ist Hellrosa dran. Die kommt direkt neben die blaue Farbe. Und jetzt noch etwas Algengrün zur Abwechslung. Das macht voll Spaß, oder, Lexi? Okay, genug geplaudert. Genau hier brauche ich noch was Grün. Ich muss hier Rosa mit Pink verblenden. Yes, der Ombre-Effekt funktioniert hervorragend. Wow, wunderschön und irgendwie beruhigend. Phew, ich bin auch fertig. Das war harte Arbeit. Wow, das sieht komplett anders aus als mein Bild. Wow. Hey, hast du schon mein Bild gesehen, Lexi? Sieh mal. Ja, ja, schon gut, Sky. Dein Bild ist... Wow, wie zum Geier hast du das denn gemacht? Da staunst du was. Ich habe meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Oh, jetzt bin ich wegen meinem Bild verunsichert.
Hey, nicht traurig sein. Wir können dein Bild mit dieser Blume aufhübschen, indem wir sie so auf die Leinwand legen und mit etwas weißer Farbe auf die Blütenblätter tupfen. Und das machen wir ringsherum um die Blüte. Oh, wow. Hier ist auch noch Platz für eine. Wow, Sky, das sieht schon viel schöner aus. Sieh nur, wie die Blütenblätter ein Muster gezaubert haben. Sieht mega schön aus. Gern geschehen. Schön, dass es dir gefällt. Ich erwarte von euch einwandfreies Benehmen während des Tests. Ihr könnt anfangen. Okay, das weiß ich alles. Ich weiß gar nichts. Vielleicht kann ich einen Herzinfarkt vortäuschen. Nee, das ist blöd. Chris? Nicht quatschen. Oh, entschuldigen Sie. Hey, Madison. Was? Du kriegst diesen Schokoriegel. Hilfst du mir? Du weißt, ich liebe Schokolade. Okay. Bitteschön. Klasse, daran hätte ich früher schon mal denken sollen. Die Antworten. Suchst du die hier? Ja, die habe ich vermisst. Hey, willst du den auch noch? Dann gib mir die Antworten. Ich habe dir doch schon geholfen, du nervst. Luftpost. Euer Ernst? Das kommt in den Müll. Sie war's, er war's. War ich gar nicht. Doch, warst du. Nein, du Lügner. Was für ein Kindergarten. Ich will doch nur mein Buch lesen. Ich versuch's nochmal. Hey, hey. Was denn jetzt schon wieder? Siehst du diesen Schokoriegel? Wie wäre es mit dem? Ja, ist abgemacht. Hm, wie machen wir das? Ah, ich weiß. Das ist eine Idee. Öffne dein Heft und klebe von oben nach unten Klebestreifen auf. Das machst du auf der ganzen Seite. Dann nimmst du einen Schwamm und schneidest ihn in kleine Stücke. Klebe ein Stück auf einen Marker. Jetzt hast du ein Schwämmchen, um alles Geschriebene wegzuwischen. Und keiner erfährt's. Hey, willst du die Antworten? Dann sieh her. Was machst du da? Warte, siehst du? Klasse, danke. Darauf wäre ich nie gekommen. Was ist denn da los? Ach, nichts, Frau Lehrerin. Sehen Sie? Ich sehe wohl Gespenster. Das war knapp. Hey, gib mir die Schokoriegel. Nett, mit dir Geschäfte zu machen. Ich liebe diesen Song. Oh, Jennifer und ihre Liebe für schlechte Musik. Ja, du solltest mal den Beat in der Strophe hören. Ja, und der Kaugummi ist auch voll lecker. Achtung, Blase! Oh nee, wie ist denn das passiert? Der Kaugummi ist in Evas Haaren. Was mache ich denn jetzt? Okay, vielleicht kann ich nur vorsichtig rausziehen, ohne dass sie es merkt. Ah, die guckt. Einfach cool bleiben. Oh nee, die kratzt sich am Kopf. Gleich berührt sie den Kaugummi. Boah, Gott sei Dank, die hat ihn nicht gefunden. Puh, das war knapp. Okay, Zeit für einen neuen Versuch. Das muss doch irgendwie besser gehen. Moment, Moment. Hey, mein Getränk könnte die Lösung sein. Ein Drink ohne Eiswürfel kommt mir nicht in die Tüte. Hallo, Herr Eiswürfel. Du hattest die Frisur meiner Freundin. Ich reibe das Eis vorsichtig am Kaugummi. Ah, perfekt. Jetzt ist er kalt genug, um ihn abzuziehen, ohne dass es kleben bleibt. Oh, ein Glück habe ich das ohne viel Drama hinbekommen. Und mein Kaugummi habe ich jetzt auch zurück. Naja, lieber doch nicht. Den lasse ich mal kurz hier liegen. Krasses Training, Leute. Schon besser. Moment, sollte ich nicht Hefte oder sowas haben? Ah ja, da. Und ich brauche dieses Ding, womit man schreibt. Einen Stift, so heißt das Teil. Nee, hier unten ist er nicht. Was mache ich denn jetzt bloß? Hey, Streber. Huhu. Ich? Ja, kannst du mir einen Stift leihen? Okay, ich hab sicher noch einen. Den hier. Süß, danke. Oh nein, er ist kaputt. Hey, Streber, mit dem stimmt was nicht. Kann ich einen anderen haben? Sei vorsichtig. Wow, zwei hintereinander. Das wirst du nicht glauben. Bitte. Hier, den auch. Ich hoffe, sie hat den Kassenbon aufgehoben. Streber, das ist mein letzter Stift.
Okay, na schön. Warte mal, dieses Trinkpäckchen könnte nützlich sein. Vielleicht hilft mir der Strohhalm weiter. Das wird gehen. Nimm einen Stift auseinander. Trage direkt hinter der Mine Kleber auf. Genau so. Dann nimmst du einen Strohhalm und schiebst die Mine hinein. Runter bis zum Klebstoff. Stifte, die wie Strohhalme aussehen. Die will sich niemand ausleihen. Wow, die sind so cool. Kann ich einen Stift haben? Das sind nur Strohhalme. Tut mir leid. Na schön. Hey, Kumpel, hast du mal einen Stift? Yippie, endlich kann ich weitermachen. Als nächstes zeichnen müssen? Oh, eine Blume. Also gut, fangen wir an. Hm, diese Blume ist schwieriger als der Fisch. Vielleicht mit einer dieser Farben? Aber sie ist so rosa und hübsch. Ich hab's! Das ist die Lösung! Direkt in die Farbe. Schwarz. Und jetzt kann ich die ganze Schönheit dieser Blume einfangen. Keine Ahnung, was er da macht, aber es ist seltsam. Diese Blume kann ich aber auf jeden Fall zeichnen. Ich male einfach ein Blütenblatt nach dem anderen. Und jetzt zu den Innenlagen. Das wird richtig gut! Fertig! Viel einfacher als der Fisch. Oh, die Zeit ist um. Und hier mein Blumenbild. Es drückt alle Gefühle aus, die ich bekomme, wenn ich sie ansehe. Und hier ist meine Blume, Yeti. Im Ernst? Yeti mag meine lieber. Diese Blume ist so schön. Zeit, um reinzubeißen. Unser heutiges Thema ist das Poppet-Einhorn. Wer zuletzt fertig ist, verliert. Ich gewinne! Ja, ich gewinne! Nana! Bereit? Ich bitte dich, ich wurde bereits geboren. Das sollte kein Problem sein. Ich muss gewinnen, schneller! Los, komm schon! Das Ding gewinne ich mit links. Bereite dich auf eine Niederlage vor. Ha, denkst du, fast fertig. Wahre Kunst kommt von... Ach, vergesst es. Ich muss weitermalen. Meine Stifte, die kann ich nicht mehr benutzen. Die sind alle hin. Das fehlt mir gerade noch. Was treibt sie denn? Das letzte Stück. Komm schon, nur noch so wenig und ich habe gewonnen. Ich brauche mehr Stifte. Wie läuft's bei ihm? In der Ruhe liegt die Kraft. Ich kann ihn nicht gewinnen lassen, aber ich habe keine Stifte. Moment, sie hat keine Stifte mehr. Das werde ich bereuen. Zeig mal her. Da muss ich doch was machen lassen. Hallo? Ich habe eine geniale Idee. Dieser Strohhalm könnte nützlich sein. Nimm einen Strohhalm und stecke den Stummel hinein. Auf der anderen Seite tust du dasselbe. Jetzt hast du einen Stift, mit dem du schreiben und malen kannst. Ich will keinen geschenkten Sieg. Hey, die sind für dich. Stifte? Das heißt, ich kann mein Bild zu Ende malen. Danke. Da nicht für. Warte. Wir beginnen in 3, 2, 1, los. Nächstes kommt. Echt jetzt? Ein lecker aussehender Burger? Oh Mann, das wird echt schwer. Ich muss aufpassen, dass der Maßstab stimmt. Ach, das haut nicht hin. Aber vielleicht wird das Lineal helfen. Okay, ich habe die Maße. Und mit welchem Material soll ich anfangen? Ich muss die richtige Entscheidung treffen. Ah, mir läuft die Zeit davon. Dann wird's halt der Buntstift. Ach, die eindeutig beste Wahl ist Kreide. Ich habe das Brötchen und jetzt kommen Ketchup, Salat und Senf. Das Burger-Patty nicht vergessen und die andere Brötchenhälfte auch nicht. Wow, das ist toll geworden. Oh nein, ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Weiter als so bin ich nicht gekommen. Yeti, guck mal meins an. Was sagst du?
Yes, ich glaube, er mag's. Wow, aber Moment, der Burger ist in Eis eingeschlossen. Wie soll ich denn einen Eiswürfelburger essen? Dein Burger ist ein Eisblock. Und in dieser Runde sind eure Grundkenntnisse gefragt. Oh, Formen? Ich habe schon eine Idee. Oh, sie legt schon los. Staune und lerne. Das ist ganz einfach. Das kann ich auf jeden Fall auch. Sieht sogar noch besser aus. Oder auch nicht. Warum ist sie besser als ich? Hat Naomi heimlich geübt? Aber ich lasse mich auf keinen Fall unterkriegen. Oh, wie beeindruckend. Doch erst das Wenden wird das Gesamtbild zeigen. Nur die Ruhe bewahren. Ihr Bild sieht viel besser aus als meins. Noch ist alles offen, aber Naomis Bild ist schon besser. Und deshalb gewinnt sie diese Runde. Tat! Ja, eine Pizza, natürlich! Die sollte viel einfacher sein. Ich brauche ein gutes Referenzbild. Das hier ist perfekt. Ich zeichne die Form nach. Okay, ich zeichne die Pizza mit diesem Marker. Ich glaube, ich hab's. Es geht los. P-I-Z-Z-A. Huh, ich glaube, da fehlt noch was. Ah, und wenn ich es so mache? Ich verbinde die Buchstaben einfach hier und hier. Jetzt nur noch der Belag und dann ausmalen. Hoffentlich gewinne ich diesmal. Ich habe Hunger. Jetzt noch den Käse gelb ausmalen. Und Peperoni drauf. Oh, die Zeit ist um. Der Yeti wählt aus. Oh nein, ich habe doch eben erst angefangen. Naja, hier ist meine, aber sie ist noch nicht ganz fertig. Hier ist meine, Yeti. Ich hoffe, sie gefällt dir. Yes, ich habe die Runde gewonnen. Und das ist meine Pizza. Wow, die ist ja riesig. Dann wollen wir das Ganze mal zusammenklappen. Wow, die sieht so gut aus. Und los geht's. Wow, Thomas, das ist ziemlich beeindruckend. Ist das Mom? Cupcake-Time. Kann ja nicht so schwer sein. Ich beginne mit Braun. Und los geht's. Jedes Kind kann einen Cupcake malen, stimmt's? Das hier sieht allerdings nicht nach Cupcake aus. Wir haben beide das Kack-Emoji gemalt. Was für ein Zufall. Sieht aus wie echt. Schau mir in die Augen, Kleines. Und jetzt kommt noch die Hauptfarbe. Das Endergebnis wird super. Aber Mädels, das ist doch kein Cupcake. Naja, das liegt im Auge des Betrachters. Bereit, sie zu wenden? Boom, geschafft. Beide sehen mega aus. Und? Mal sehen. Ihr beide habt, verloren. Beide verloren? Hey, komm mal her. Ja, gute Idee. Hey Mädels, was haltet ihr davon? Das sieht nicht gerade essbar aus. Man sieht sich. Hey, Lust auf einen Snack? Nein, danke. Hi Leute, habt ihr Hunger? Nein?
Naja, wenn ich es mir recht überlege. Naja, wenigstens kam einer weg. Sollen wir uns den hier teilen? Sehr gut. Echt super lecker. Super lecker, wenn man die Form bedenkt. Toll! Ein Einhorn? Könnte knifflig werden. Ich versuch's mal mit den Stiften. Eine große Auswahl. Was nehme ich nur? Pinsel oder Stifte? Stifte! Damit wird das Malen leichter. Dann mal los. Ups, bin ausgerutscht. Entschuldige. Von wegen. Na, warte. Du bist so kindisch. Ich wollte doch nur helfen. Ach ja, ich helfe dir auch. Hör auf damit. Nimm das. Hier fehlt noch Farbe. Hier fehlt noch Blau. Grrr, mir reicht. Nimm das. Schluss jetzt. Auszeit. Die Klügere gibt nach. Hier, neues Papier. Okay, ich will dich aber nicht anschauen. Endlich kann ich in Ruhe malen. Und los. U-N-I-C-O-R-N. Die Buchstaben verbinden. Jetzt kommt der Kopf. Und die Beine dazu. Dann male ich es aus. In Pink wird es gut aussehen. Der Sieg ist mein. Sieht fast wie echt aus. Jetzt noch der Schwanz. Fertig. Das war leicht. Tada! Oh nein. So sieht mein Bild aus. Echt gut. Wahre Kunst. Ich kann mir schon denken, wer gewinnt. Wusste ich doch. Juhu! Gibt es einen Preis? Hoffentlich ein echtes Einhorn. Das ist auch gut. Nein, der ist zu klein. Wo ist... das sieht lecker aus. Wenn ich ein kleines Stück probiere, merkt sie nichts. Genau meine Größe. Achtung, gleich gibt es eine Sauerei. Dein Ernst? Oh nein, ich bin gestolpert und auf den Kuchen gefallen. Der Rest ist für dich. Ist das zu fassen? Entschuldigung. Na, bereit, Mädels. Hier kommt das Einhorn. Und los geht's. Male ich das Horn als erstes? Ach, ich leg einfach los. Ach, was kann schon schiefgehen? Oh, ich muss mich beeilen. Okay, noch sieht man keinen Unterschied. Aber beide benutzen eine andere Technik. Aber egal wie, es sieht beides sehr gut aus. Okay, wir nähern uns so langsam dem Ende. Die Zeit ist bald um. Ah, so fleißig. Und die Farbe haucht dem Ganzen noch Leben ein. Eine tolle Farbkombi. Ja, damit bin ich zufrieden. Meins ist aber besser als deins. Nun ja, beide sind unterschiedlich. Gleich kommt das Ergebnis. Jap, gleich fertig. Aber irgendwas fehlt noch. Hey, sie darf nicht gewinnen. Da. Hey, du spinnst wohl. Sorry, war ein Versehen. Hey, was riecht hier so? Oh nein, mein Pfannkuchen, voll angebrannt. Oh Mann, komplett ruiniert. Pfui, Schluss jetzt. Ach, so ein Pech. Na, dann wende ich meinen mal lieber. Hey, sieht nicht schlecht aus. Stacy hat ganz klar gewonnen. Und was sagst du, Mom? Tut mir leid, Naomi. Stacy, du hast gewonnen. Aber guter Versuch, Naomi. Diese Challenge wird besser als die davor. Ein Kürbis? Wie öde.
Kann ja nicht so schwer sein. Hm, womit male ich jetzt? Zu groß. Nee, ein anderes Mal. Der ist perfekt. Ein orangener Kreis und fertig wird der Kürbis sein. Ich will gewinnen. Ich nehme den Stift. Ich beginne in der Mitte. Male den Strunk hinzu. Jetzt noch ausmalen. Für den Schatten nehme ich eine dunklere Farbe. Sieht gut aus. Und was sagst du? Hey, aufwachen! Jemand zu Hause? Hallo? Wach auf! Du musst doch malen! Ich bin wach! Was ist hier passiert? Ach ja, der Kürbis. Na toll, besser wird's nicht. Du hast da etwas an deiner Wange. Echt? Was denn? Oh, Farbe. Steht dir? Juhu, was ist der Preis? Hm, Kürbissaft. Das ist eklig. Ich fühle mich komisch. Was passiert hier? Habe ich einen Kürbiskopf? Ah! Das nächste Kostüm für Halloween steht fest. Ich hasse dieses Spiel. Ah! Mein Gesicht, mein schönes Gesicht ist wieder da. Was für ein Schock. Davon lasse ich die Finger. Hey, behalte das bei dir. Bereit für die nächste Challenge? Ein Kaktus? Das wirst du verlieren. Vergiss es, du verlierst. Los, das wird leicht. Ein Power-Snack für zwischendurch. Du bist ganz ruhig, du bist eins mit dem Pinsel. Fast fertig, geschafft. Puh, sieht aus wie ein echter Kaktus, was? Was ist das denn? Pass mal auf. Den Schwamm ziehe ich nach unten. Mit einem kleineren Schwamm male ich weiter. Es fehlen noch Blüten. Jetzt male ich die Details hinzu. Das wird ein Meisterwerk. Und, was sagst du? Naja, beide sind grün. Ich habe wieder gewonnen. Lass dich nicht runterkriegen. Kaktus-Pinata. Sind da Snacks innen? Lass es uns herausfinden. Erst die Augen verbinden. Okay, ich bin bereit, loszulegen. Wow, so viele Bonbons. Huh? Hast du was gesagt? Wo ist sie hin? Hallo? Naja, was soll's? Was ist passiert?